Wenn er sagt, dass es das Allerheiligste ist, dann wird es wohl so sein, ne? Wenn es da steht, dann ist es so. Ja. Konzentration, ey. Sonst wird das nächste Metallzone. Das ist mir nochmal typisch heute. Und da drüben hatten sie wieder drei solche Viecher. Gold und forget it. Hier sind die lustigen Holzsacker, boom, oder wie seht ihr jetzt? War das die 2? Nein, das war die 3, oder? Wenn mir jetzt nicht gleich was einfällt, dann stehen wir auf dem Schlauch. Motherfucker, du. Alter Nordbogen, der nichts wert ist. Die Pfeile nehme ich gerne mit. Den Rest darfst du behalten, schenke ich dir als Trinkgeld. Gibt's nichts? Unten gibt's auch nichts. Die Putzfrau hat alles mitgenommen. Die war gründlich. Hier gibt's auch nichts. Eisentür. Kommen wir jetzt endlich zu dem Teil, wo wir eigentlich hin müssen. Endlich. Ich bin aber zu faul, die goldene Klaue rauszuholen. Ich werde es wahrscheinlich müssen. Ich weiß es nicht. Probieren geht über Studieren. Ich speichere aber trotzdem vorher nochmal. Oh. Fledermäuse. Meine Mäuse, kommt zu mir. Gehst du da wohl über? Nur Witze. Eisenbahn, Gold, goldene Halskette, Granatstein, winziger Seelenstein. Nein, ist das edel. Drehen
bisschen näher, treten Sie ran. Mal schauen, wie ich Sie mit der Axt bearbeiten kann. Das war's schon. Finde das Geheimnis des Ödstor-Zügelgrabes. Bring die Klaue zu Lukan. Da fehlt aber noch was. Genau das. Und hier haben wir noch eine Truhe, Gold, Schutzkreis und so weiter und so weiter. Was ist jetzt los? Achso. Ah, wirst du wohl dann aufgehen? Tu mir bitte den Gefallen. Alter Nattbogen auf die Nummer 3. Ich bin so frei und leg dich auf die 3 und leg dich um. Der höhere, der Draugfürst. Wo läuft denn jetzt hin? Freundchen, hier bin ich. Wo ist er denn? Da ist er. Der Vogel. Komm raus. Er traut sich nicht. Ach, geh halt dann auf, du Hoden. Du Elendiger. Geh halt dann auf. Das bringt dir nichts bei mir, du Waschlappen. Du Elendiger. Daneben. Das geht natürlich mal gar nicht, ne? Kann man nur daneben schießen. Was bist denn du für Armleuchter? Guck mal, ich spick dich jetzt ein bisschen mit Pfeilen. Würdest du bitte herkommen? Ja, ja, so macht man das bei uns in Bayern. Drachenstein. Und gehst du mal weg hier, ich muss den Preis sehen. Der Preis ist heiß. 22 Kilo, 139. Ja, ja. Aber da kommt noch ein bisschen was dazu. Wir machen das Säckchen jetzt voll. Ich meine natürlich, dass mein Rucksäckchen, nicht mehr das andere Säckchen, dann ist wurscht, egal. Das hier und die Truhe nehmen wir noch mit. Amethyst und bebänderte Eisrüstung, 35 Kilo. Das reicht leider nicht. Oh, Stab der Flammen. Wir sind überladen. Gleich. Das geht noch. Habe ich ja nicht das Wort der Macht gelernt? Ja, ne? Ich bin übrigens noch am Schleichen. Ja, sieht so aus. Als hätten wir es gelernt. Habe ich alles? Die 2 Truhen habe ich, bla bla bla. Die Truhe da drüben habe ich, es sind 3 Stück. Entschuldigung. Einmal hier am Schnippel ziehen. Und dann können wir durch die Türe gehen. Vorsicht, nicht den Kopf stoßen. Ah, noch eine Truhe. Amethyst, Belzhelm. Ne, vergiss es. Hier, Totenkopf brauche ich nicht. Danke der Nachfrage. Wenn man hier runtergesprungen ist, kann man hier auch wieder hochkommen. Es geht. Es geht, wirklich. Ich muss es nur nicht.
Das Problem war, ich bin ja letztens ohne Stein zurück und dann musste ich da wieder hochklettern. Hoppala, was war denn das jetzt gerade? So, und jetzt. Hoppala, nein! Hier liegt noch was. Ich bin der König der Springmäuse. Oh, tschupp. Ach, das würde mir mal den Gefallen, springt dann über. Da hoch mit dir, du Hoden. Los, komm, dann auf. Spring halt dann auf. Ich weiß noch nicht, was ich da oben will, aber hey, wurscht, Dinge. Passt schon. Nicht doch. Würdest du vielleicht mal das Ding wegstecken? Du mir bitte den Gefallen. Danke. Ich habe irgendwas die Mönchskutte habe ich immer noch an. Ja. Ja. Ist ja keine. Eigentlich ist das eine Akademie. Wie heißt das hier? Oh. Oh, es ist tot. Es ist endlich geschafft. Wir haben diesen Schergen schon lange verfolgt. Wächter beim Vampirjäger. Die Wolfsgöttin. 1 Kilo schwer. Alter Mann. Vampirstaub. Nehme ich. Zaubertrank der geringen Ausdauer. Dann bin ich jetzt voll gleich. Pass mal auf. Alter. Die hat noch so schöne Sachen dabei. Füße zum Beispiel. Diadem. Körper. Hoppala, schade. Ja, das muss ich auch noch machen. Dafür kriegst du was von mir. Pass mal auf. Du kriegst was von mir. Was ich nicht gebrauchen kann, zum Beispiel. Was kann ich nicht gebrauchen? Nee, die gebe ich nicht her. Den Drachenstein kann ich nicht gebrauchen. Der wiegt 25 Kilo. Naja, die Eisenrüstung. Die Fellrüstung. Hier kriegst du eine Fellrüstung. Und der leichte kaiserliche Stiefel. Langbogen. 5 Kilo. Weg damit. Das war's aber auch. Ja, du mich auch. Soll ich mit dir quatschen? Ihr sprecht mit einem Wächter von Stender. Lasst euch mit den Dedra ein und wir werden euch erbarmungslos jagen. Hallo, Holdemaid. Wie wär's mit dem, zu zweit? Wer ist Stender? Möge Stender mit euch sein. Nee, Ständer kann ich im Moment nicht gebrauchen. Da lässt sich so schlecht laufen in der Hose. Wenn ich einen Ständer habe. So mit Ständer rumlaufen, das geht mal gar nicht. Da gucken die Leute auch immer so komisch, wenn ich mit dem Ständer durch die Gegend renne. Das beult sich aus unter der Kutte. Das sieht nicht schön aus, wenn man mit dem Ständer rumläuft. Das ist nicht fein, das macht man nicht. Läuft nicht mit dem steifen Pillemann durch die Gegend. Das macht man nicht. Das ist schäbig. Ja, die Witze sind wieder mal dermaßen unter der Gürtellinie, so unterhalb von. Und hast du nicht gesehen. Was liegt denn hier? Ein Stein. Ach so. Einmal schlafen. 12.07 Uhr am Morgen? Ach so, morgens, ja klar. Ich dachte schon. Servus, Roden. Das Fluss, meine Schwester Camilla oder ich helfe. Habt ihr was zu verkaufen? Es interessiert mich an den Feuchten. Ich hab hier jede Menge Scheiße, das ist sein Ding. Das will ich nicht. Die beschlagene kaiserliche Rüstung kannst du haben von mir aus. Hier. 1, 2, 3, 4 Stück davon.
46 kriege ich dafür nur? Willst du mich verkackeiern? Was meinst du, was ich dafür gemacht habe? Ich habe mir den Arsch aufgerissen dafür. Ja, hier, nimm. Die Bebänder der Eisrüstung sind 66 wert. Pff, was für Hoden. Ich reiß mir hier den Arsch auf. 136 dafür. Ah, ja. Ich kann es nicht gebrauchen. Eisenpanzerhandschuhe der Schießkunst. Geld ist mir wichtiger im Moment. Hier, 30 Kilo. Eisenschwert. Wir haben noch 84 hat er. Gewöhnlicher Seelenstein. Was hat denn noch Gewicht? Leder, Lederstreifen. Hier Stab der Flammen für 60. Ein Flammenmeer, das 8 Schadenspunkte pro Sekunde verursacht. Nimm. 24. Das Ding wie ich 17 hier, da. Unter Preis, aber behalte den Rest. Ist Trinkgeld. Ich mache besser damit weiter, den Laden aufzuräumen. Was für ein Durcheinander. Immer noch nicht fertig. Soll ich einen Bulldozer kommen lassen? Wir haben so ziemlich alles, was ihr gebrauchen könntet. Ist etwas passiert? Ja, es gab eine Art Einbruch. Aha. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. So ein Zufall. Ich habe genau so ein Ding dabei. Ihr habt sie gefunden. Das ist sie. Seltsam. Sieht kleiner aus, als ich dachte. Hm. Komisch, nicht? Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir und meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen. Das sagt der Bonner auch immer, wenn er der Lupe nach seinem Bimmel sucht. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hin... gehört. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Ja, krieg ich mir doch gleich hinten rein, oder? Ach nein, du Huhn. Ich habe ja sonst nichts anderes zu tun. Einmal Karte aufrufen, ab zum Jal. Oder? Auf nach Weißlauf. Ein bisschen was verkaufen. Ein bisschen Geld versaufen. Ich sage nicht, dass ich der Beste... Was hast du zu verkaufen? Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Brauche ich alles nicht. Ich habe hier jede Menge Zeug für dich und du kannst das nicht gebrauchen, wie ich sehe. Alte Nordpfeile, nichts wert. Vampirrüstung für 58. Hier, nimm. Holzfäller-Axt, Eisen, Streitaxt und so weiter. Und so alter Nordbogen. Was haben wir denn an Fellschuhe? Die kauft das Zeug ja nicht. Stimmt ja. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Ich habe nichts mehr. Was führt euch auf den Markt? Ich bin hier, um Essen zu kaufen, Nasim. Darüber müsst ihr euch... Hier wird nicht rumgetrödelt. Einen Bauernhof zu besitzen hat seine Vorteile. Vogel. Frisch gebackene Brote, noch warm aus dem Ofen. Könnt ihr eine Münze für einen armen alten Bettler? Ich hab selbst gar Geld. Geh arbeiten, du Sack. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ich hab noch einiges im Lager. Na, Schreihals. Alles steht. Oh, etwas hiervon. Genau. Was davon? Richtig. Zaubertränke, ich habe hier zweimal Frostgift, Erzündung, Lähmung habe ich dabei, Regeneration habe ich dabei, Ausdauer zweimal, es ist sowas von uninteressant, Volltreffer habe ich dabei und geringe Magie. Dafür habe ich dann noch Schutzkreis, Feuerball zweimal, Chaos und Adronachbeschwörung. Weg damit. Dann hätte ich noch für dich, der Herr mit dem komischen Gesichtskrapfen hier... Arbeitstagebuch kannst du haben, die Wolfskönigin und Dieb. Ne? So richtig. Zwei Granatsteine. Was soll ich damit? 33. Hier. Einen gewöhnlichen Seelenstein für 17. Bitteschön. Und weil Barkett lacht, hier kriegst du noch ein Ding.
Hm. Hier kriegst du noch einen. Bitte kommt wieder. Das muss ich mir noch überlegen. Rasier dich mal. Und was ist mit meinem Sohn? Was ist mit Thorald? Ist er nichts? Haltet mir keine Vorträge über das Leiden. Euer Sohn hat sich für eine Seite entschieden. Und zwar für die falsche. Nun ist er verschwunden. So läuft es im Krieg. Je eher ihr diesen Verlust akzeptiert, desto besser. Ich werde seinen Tod niemals akzeptieren. Mein Sohn lebt. Ich spüre es in meinem Herzen. Also sprecht, Kampfgeborene, wo ist er? Wo haltet ihr meinen Thorald fest? Diese grünen Äpfel, die ihr mir neulich verkauft habt, waren... Hier gibt es nichts weiter zu sagen. Ja, oder? Ich lege mir immer welche zur Seite, wenn ich eine Lieferung aus dem Süden bekomme. Ah, hier. Ihr könntet auf Handbetrieb umstellen. Dafür verlangen und hättet wir gehen jetzt in die Taverne, ey. Ihr habt recht. Während wir wichsen. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für eine Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Und warum? Weil hier Leute rumlaufen und während sie einkaufen, sich den Pillemann rausholen und streichen. Das ist ja wohl schäbig. Also. Seid ihr verheiratet? So seht ihr auch aus. Behandelt eure Frau immer mit dem nötigen Respekt. Es ist wirklich eine Schande. Die nackte nicht. Wahrheit. Setz dich und wichs. Nein? Dann nimm nicht. Ich weiß, dass auf eure Familienehre wichtig ist. Aber mein Herr, habt ihr eine Münze übrig? Ich bin natürlich. So. Oh, hier? Vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Hab ich gern gemacht. Ihr wollt also eure Frau und eure Tochter für die Beschaffung eines rostigen alten Schwertes... Sie bringen es ja kaum fertig, unsere Anwesenheit auf Erden zu dulden. Heute nehmen sie euch den Glauben. Aber was wird morgen sein? Was dann? Werden die Elfen euch die Häuser wegnehmen? Ich habe mich schon mal gefragt, ob's Pfaffen auch mit der Hand machen. Ja, sogar euer Leben. Und was macht das Kaiserreich? Nichts. Alles klar. Nein, weniger als nichts. Die kaiserliche Maschine. Wir fahren die Stufen hoch und wichsen dabei. Alles klar, ist okay. Ja, ich soll vielleicht aufhören mit dem Scheiß. Was macht so viel Spaß? Gehen wir mal da rein. Es macht Spaß, mehr als irgendwas. Nanü? Was sind denn alle? Mal gucken, was es in der Küche gibt. Nix. Ah, hier Pferdefleisch. Geht. Ich bin jetzt der Jarl von... Alter Mann. Ja. Seht ihr? Diese Begriffe stammen eindeutig aus der ersten oder vielleicht sogar einer noch früheren Ära. Es muss sich um die Kopie einer noch älteren Schrift handeln. Möglicherweise stammt sie aus der Zeit direkt nach dem Drachenkrieg. Falls ja, könnte ich aus späteren Schriften Querverweise zu den Namen erstellen. Gut. Ich bin froh, dass ihr Fortschritte macht. Meine Auftraggeber wollen ein paar handfeste Antworten. Oh, keine Angst. Der Jarl interessiert sich nun endlich persönlich dafür. Also kann ich dieser Forschung nun den Großteil meiner Zeit widmen. Die Zeit fliegt dahin, Faringer. Vergesst das nicht. Dies ist keine bloße theoretische Frage. Die Drachen sind zurückgekehrt. Ja, ja, keine Sorge. Obwohl die Möglichkeit, einen lebendigen Drachen aus der Nähe zu sehen, natürlich unglaublich wertvoll wäre. Nun, dann will ich euch etwas anderes zeigen. Äußerst faszinierend. Auch eure Arbeitgeber dürften daran interessiert sein. Mach dir wenigstens die Hände nach. Ja, der Schützling des Jarl. Ja. Zurück aus dem Ödsturzhügelgrab? Er hat mich und entdeckt. Ihr seid nicht tot, wie mir scheint. Ich lebe noch. Danke der Nachfrage. Der Drachenstein vom Ödsturzhügelgrab. Ihr seid wohl doch eine Nummer besser als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Die
Die Dätra, die haben ja ganz schön zugesetzt. Die haben ja Pfeile hinterher geworfen. Und was, wenn wir mal eine Belohnung? Ich habe euch den Drachenstein gebracht. Was kommt jetzt? Nun, hier endet eure Arbeit. Alter. Und meine beginnt. Die Arbeit des Geistes, der man in Himmelsrand so wenig Beachtung schenkt. Ja. Meine Geschäftspartnerin hier wird über euer Geschick sehr erfreut sein. Sie hat den Ort entdeckt, wollte mir bisher aber nicht verraten, wie. Eure Informationen so viel Geist haben sich macht krank, also doch als geisteskrank erwiesen. Und wir müssen uns bei unserem Freund hier für ihre Beschaffung bedanken. Ihr seid ins Ödsturz-Hügelgrab gegangen und habt das geholt? Natürlich. Nicht schlecht. Schickt mir einfach ein Exemplar, Faringar, wenn ihr es entziffert habt. Faringar, ihr müsst sofort... Wir haben nichts zu bereden. Der Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ihr solltet aufkommen. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Alter Mann. Ich kann gar nichts machen. Hallo. Ich kann mich nicht bewegen. Das ist aber kacke, ey. Wer ist denn der Vogel eigentlich? Ach, er hier. Diese ganze Herumsteherei ist doch Mist. Wir sollten den Kampf zu den Sturmmänteln tragen. Zeigt eure eitlen Zaubertricks einfach woanders. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich ja, je zuvor gesehen habe. Wartet. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich flog. Habt ihr euch schon nie als in meinem Leben versucht? Bin ich so schnell gerannt. Ja, vielleicht ich genau war mir das sicher, Richtige dass er euch folgen würde. Alter Maul. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Manchmal fehlt mir das Soldatenleben. Ich möchte, aber wenn ich meine Tochter in den Armen halte, dann weiß ich, ich habe ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Faringar den Drachenstein besorgt habt. Alter. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Ich würde diesen Drachen nur zu gerne sehen. Nein. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen die Drachen verteidigen können. Wie ihr befehlt. Ja. Noch etwas, Irilet. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. Wie ein Elefant im Porzellanladen. Helft Irilet, diesen Drachen zu töten, ehe er Weißlauf angreift. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Noch ein Wunsch, eine Trophäe vom Drachen, den Kopf, den Hals, den Schwanz, die Eier. Egal. Irgendwas in der Richtung. Wünschen Sie noch eine Trophäe, heißt das. Na gut, was will der Jarl mit den Eiern anfangen? Man hat ja selbst... ist aber schon egal. Die Geschäfte, eure Kinder, ja, sogar euer Leben. Es und was macht das Kaiserreich? Es wächst. Und weder Magie noch die Nein, Zeit kann ihn halten. Weniger als nicht. Hm? Seid ihr verheiratet? So seht ihr auch aus. Behandelt eure Frau immer mit dem Nötigen. Ich bin ja verheiratet. Zum Glück. Ich habe nichts getan. Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen, damit ich das Kaufmannshandwerk erlerne. Wenn ich eines Tages eine Taverne Schweine aufmache, dann brauche ich mehr Erfahrung. Ach, das ist Mila. Ups, ich hätte dann ja die falsche erwischt.
Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten, eure gute Tat des Tages tun. Quatscht ihr mich tatsächlich von der Seite an? Ich arbeite für Beletor im Gemischtwagen. Wenn ihr dabei seid. Und? Was sagt ihr? Oh, seitlich, das hat man auch noch nicht. Ja, ganz genau. Ja, ja, pack ihn aus, den Tiger. Nimm ihn in die Hand, du Sau. Und zum Gruß. Jawohl. Sag ich doch. Tritt näher, ist kürzer als du denkst.